9 Messetage auf der Baden-Messe liegen hinter uns und insgesamt waren in diesem Jahr 450 Aussteller auf der Messe. Und neben mir ist der Projektleiter, Herr Faeser. Und wie fällt Ihr Fazit für die Messe aus? Wir sind mit der Baden-Messe dieses Jahr sehr zufrieden. Es war die 64. Baden-Messe. Es lief sehr gut. Wir hatten nach der sehr schönen Wetterphase im letzten Jahr bei der Baden-Messe, nach diesen hochsommerlichen Temperaturen, dieses Jahr eigentlich optimales Messewetter, bis auf 2 Tage, wo es mal ein bisschen stürmisch war. Von daher muss man sagen, lief es für uns und ich glaube auch für die Mehrzahl der Aussteller sehr gut. Wir hatten ein gutes, interessiertes Publikum. Wir haben viele Themenbereiche für die ganze Familie angeboten und sind sehr zufrieden. Sie haben gesagt, es ist ein erfolgreiches Jahr dieses Jahr gewesen. Wie kann man das denn in Zahlen widerspiegeln, auch im Vergleich zum letzten Jahr? Also wir gehen davon aus, dass wir über 70.000 Besucher haben. Im letzten Jahr waren wir unter 70.000. Das war eigentlich schwach für die Baden-Messe. Dieses Jahr liegen wir deutlich über 70.000 Besucher und das ist hervorragend. Das ist die Zahl, die wir auch erwartet haben. Dann gab es in diesem Jahr verschiedene neue Themenbereiche. Ein Thema war natürlich Sally von Sallys Welt, der YouTube-Star. Wie kam sie denn auf der Messe an? Das war für uns wirklich ein Glücksgriff, dass wir Sally bekommen haben. War ganz toll, wir hatten ein Publikum unterwegs auf der Baden-Messe, das wir sicher so auch noch nie hatten. Erstens von der Altersstruktur her, sehr viele junge Damen, junge Mädchen, auch Kinder, die mit ihren Eltern da waren. Und zum Zweiten natürlich auch vom Umkreis her, von den Entfernungen her. Ich habe selber mit Personen gesprochen aus Heidelberg, aus dem Stuttgarter Raum. Wir hatten sehr viel Besuch aus der Schweiz und aus Frankreich. Sally war einfach toll, muss man sagen. Die Zusammenarbeit war toll. Und das ist natürlich auch der Weg, den auch so eine traditionelle Veranstaltung wie die Baden-Messe beschreiten möchte und beschreiten muss. Das heißt, auch YouTube ist ein Thema, Facebook ist ein Thema, wo wir uns zukünftig drum kümmern. Wir hatten beim zweiten Thema am Wochenende Leben ohne, hatten wir ein Blogger-Treffen auf der Baden-Messe. Das sind, wie gesagt, auch neue Wege, um die Baden-Messe einem neuen Publikum zu präsentieren. Und dann gab es noch einen Bereich, die Route 66, gab es in Halle 1 zu sehen. Wie kam das denn an? Das war ja ein komplett neuer Bereich. Route 66 war einfach eine Idee aus dem Team der Baden-Messe heraus. Es ist entstanden durch vielleicht auch mal den Wunsch, dieses Gefühl Amerika zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Harley-Davidson, einem großvolumigen Motorrad oder auch mit einem schönen amerikanischen Oldtimer. Dieses Gefühl und diesen Traum, den viele Menschen haben, einfach mal in Ansätzen zu zeigen. Sind wir natürlich gespannt. Dieses Jahr war sehr erfolgreich, die Baden-Messe. Können Sie denn schon verraten, was uns im nächsten Jahr erwartet vielleicht? Ja, im nächsten Jahr haben wir ja traditionell im dreijährigen Rhythmus dann wieder das Thema Landwirtschaft sehr groß dabei. Die BALA, wie sie früher einmal hieß, Badische Landwirtschaftsausstellung. Das wird natürlich dann der Schwerpunkt sein. Das heißt, wir planen jetzt bereits wieder das Tierzelt ein. Wir planen mit dem BLHV, unserem Partner, mit dem Bauernverband, wieder eine sehr schöne Halle 4 mit Dekoration, mit regionalen Produkten und alles andere, würde ich sagen, lassen Sie sich überraschen. Wir haben tolle Ideen. Dann lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Nächstes Jahr am 8. September 2018 startet die Baden-Messe, die nächste, und wir sind einfach mal gespannt, was uns da erwartet.